Beim Bewusstsein, da streiten sich wirklich die Leute herum. Ist das nur ein Epiphänomen eines hinreichend komplexen Informationsverarbeitungsapparats, nämlich des Gehirns, Gehirn, ja. Oder ist es mehr? Mhm. In beiden Fällen erhebt sich die Frage, ob wir zum Verständnis dessen, was da oben in unseren Köpfen vorgeht, Quantenphysik überhaupt brauchen, ob man mit der klassischen Physik auskommt oder ob wir da vielleicht sogar eine Physik brauchen, die wir noch nicht gefunden haben. Es gibt Leute, die meinen, dass in hinreichend komplexen Systemen wir neue Gesetze haben, die nicht durch Reduktion auf das einzelne Bauteil erklärbar sind. Das ist vollkommen offen. Das ist eine der spannendsten Fragen, die man sich stellen kann. Heute im Gespräch hören Sie Michael Kerbler mit dem Quantenphysiker Universitätsprofessor Dr. Anton Zeilinger, Vorstand am Institut für Experimentalphysik der Universität Wien. Herr Professor Zeilinger, versuchen wir uns eine Situation vorzustellen wie folgt. Ich sitze mit geschlossenen Augen in einem Zimmer. Es betritt einer von zwei eineiigen Zwillingen das Zimmer, stellt sich vor mich hin. Der hat, wie man mir sagt, aber keine Haarfarbe. Und wenn ich meine Augen aufmache, ihn anschaue, dann hat er aber blonde Haare. Und sein Zwillingsbruder, der 5 Zimmer weiter sitzt, kriegt in derselben, weiß ich nicht, tausendstel Sekunde, auch blonde Haare. Es wird hier Information zwischen diesen Zwillingen übertragen. Aber wie? Also Sie haben jetzt von verschränkten Quantenzwillingen gesprochen, die es natürlich noch nicht gibt und für Menschen nie geben wird. Aber als Gedankenexperiment kann man das schon analysieren. Es wird Information übertragen, aber nicht eine Information, die ich beeinflussen kann. Das heißt, ich kann das nicht dazu verwenden, um von dem einen zu dem anderen Zwilling eine Botschaft zu schicken. Der Grund ist der, dass ich den ersten Zwilling nur fragen kann, welche Haarfarbe hast du? Ich kann aber nicht beeinflussen, ob es blond, schwarz oder brünett wird. Zur Frage, wie das übertragen wird, das ist ganz interessant. Das wird nicht übertragen, sondern es handelt sich hier um einen quantenmechanischen Zustand, der an beiden Orten manifestiert ist. Und die Beobachtung an einem ändert den anderen, ohne dass es hier eine Verbindung gibt zum Zeitpunkt dieser Messung, dieser Tatsache, wo man sieht, die haben die gleiche Farbe. Also dadurch, dass ich meine Augen aufmache und mein Vis-à-vis anblicke, verändert sich auch die Situation des Zweiten. Präzise ausgedrückt, dadurch, dass die Information darüber, welche Haarfarbe der trägt, auf nicht zurückholbare Weise in die Umgebung kommt. Mhm. Und da gehört Ihr Kopf dazu. Wenn Sie das sehen, ist das Teil der Umgebung. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das ist nicht eine spezielle Art von Beamern, wo ja, wie im Raumschiff Enterprise, wo Materie von A nach B transportiert wird, sondern das ist, Sie haben gesagt, nein, es ist keine Information, aber es ist eine Eigenschaftsveränderung. Wenn ich das so richtig beschreibe, heißt das doch, dass wir uns überlegen müssen, das, was wir als Raumzeitgebilde, als Gedankenkonstrukt vor uns haben, ja eigentlich erweitern müssen, um drauf zu kommen, wie passiert das mit Zwilling A und Zwilling B? Zuerst, das, was wir jetzt mit den Zwillingen besprochen haben, ist noch nicht Teleportation. Teleportation ist es erst, wenn es einen Dritten gibt und dessen Haarfarbe dann übertragen wird unter Ausnutzung dieser beiden Zwillinge. Zur Frage des Beamens oder Materieübertragung, es ist schon beim Raumschiff Enterprise nicht ganz klar, ob die Materie übertragen wird oder ob es nicht reicht, die Information zu übertragen und das Original aus anderer Materie neu zusammenzustellen. Denn es ist ja völlig egal, wenn ich mir meinen Körper ansehe, die meisten Atome, Moleküle, aus denen mein Körper besteht, waren vor 10 Jahren noch nicht da.
Nicht? Also auf die Materie kommt es nicht an. Was die Konsequenzen des Ganzen sind, Abner Shimoni, ein ausgewiesener Philosoph und Physiker in Boston, hat einmal geschrieben, philosophisch sieht er nur zwei mögliche Konsequenzen. Das eine ist, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit signifikant geändert werden müssen, dass also zwei Orte, von denen wir meinen, dass sie getrennt sind, nicht wirklich getrennt sind, oder dass wir unsere Vorstellungen von der Wirklichkeit ändern müssen, dass es keine Wirklichkeit gibt ohne Beobachtung. Das führt zu dem Satz, die Realität hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun? Das ist ein schönes Wortspiel. Ich verstehe den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität nicht wirklich, um das so zu verwenden. Nicht? Aber ich möchte jetzt zu diesem Beispiel zurück, nämlich ich habe gesagt, dass in derselben Sekunde, also eigentlich, Sie verwenden immer den Ausdruck Nullzeit, also sprich wirklich absolut zeitgleich. Wenn ich mir vorstelle, dass der eine Zwilling, von dem ich am Anfang gesprochen habe, mir vis-à-vis sitzt und der zweite am Mond. Ne, der kriegt in dem Moment die gleiche Aufgabe. Aber das heißt, da wir wissen, dass das Licht eine halbe Sekunde braucht von der Erde bis zum Mond, das heißt, dieser Vorgang passiert schneller als Licht reist, also mehr als Lichtgeschwindigkeit. Das stellt sich ja einiges, wird ja einiges an Parametern sofort auf den Kopf gestellt. Naja, das ist ja auch das, was Einstein gestört hat an dieser Sache, nicht? Diese spukhaften Erscheinungen, ja, nicht? Das hat Einstein gestört und er hat gemeint, sowas darf es nicht geben. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, und das Interessante ist, dass es sehr wohl möglich ist, dass etwas schneller als mit Lichtgeschwindigkeit stattfindet. Das Wort übertragen möchte ich nicht einmal verwenden. Wenn es nicht möglich ist, dass wir, Beobachter oder wer auch immer, damit Informationen übertragen. Wenn die Natur das sozusagen von selber macht, ist das egal. Nur wir dürfen es nicht zur Informationsübertragung verwenden können, denn dann würde man logische Widersprüche bekommen. Man könnte damit zum Beispiel, kann man zeigen, auch Informationen in die Vergangenheit senden. Und dann kann ich natürlich zum Beispiel in die Vergangenheit senden, welche Lottonummern heute gezogen wurden. Und dann tippen alle die Lottonummern, dann ändert sich natürlich die Gewinnausschüttung und so weiter. Da kommen wir zu allen möglichen logischen Widersprüchen. Sie haben eine Zeit lang, bevor wir uns der Quantenteleportation annähern, Sie haben einige Zeit lang und vielleicht noch immer an Ihrem Institut Philosophen, Kollegen aus der Geisteswissenschaft, zu Gast gehabt, die sozusagen, wenn ich das vereinfachend sagen darf, während der Experimente Ihnen über die Schulter geschaut haben. Was macht es so spannend, dass hier in der Experimentalphysik Philosophen mit dabei sind? Welcher Diskussionsprozess, weil wir vorher von Realität, von Wirklichkeit, vielleicht kommen wir auch noch zur Multiversumstheorie. Was bringt der Dialog zwischen den Experimentalphysikern und den Philosophen nach so einer Experimentreihe? Wenn wir uns die Entwicklung der Physik anschauen, dann sind viele fundamentale Durchbrüche vorbereitet worden durch klare Analyse bzw. Änderung grundlegender Konzepte. Ein konkretes Beispiel, Ernst Mach, der ja in Wien und auch in Prag Physiker und Philosoph war, Erkenntnistheoretiker, hat klar analysiert, dass die Vorstellung Newtons, dass Raum und Zeit absolut sind, eigentlich keinen Sinn macht. Und er hat Raum und Zeit operationell definiert, das heißt, das sind die Dinge, die man messen kann. Zeit ist das, was Uhren messen. Einstein sagt, dass das der einzige wirklich wichtige Input für ihn war, um die Relativitätstheorie zu entwickeln. Und genau darum geht es auch hier in der Quantenphysik. Wir haben mit der Quantenphysik einen wunderbaren mathematischen Apparat, der noch dazu wunderschön ist. Ich bedauere das immer, dass Nicht-Physiker das sozusagen nicht sehen können, wie schön das ist. Der allerdings ein Problem hat,
Es gibt keine anschauliche Begründung dafür, warum die Welt so sein sollte. Das heißt, es gibt noch keinen Ernst Mach für die Quantenphysik. Mhm. Und da erwarte ich mir durch den Dialog mit Philosophen ein bisschen dazu beizutragen. Dass man vielleicht dann einen Immanuel Kant der Quantenphysik findet. An Immanuel Kant oder auch an Ernst Mach oder was auch immer für die Quantenphysik, dass es zu einer fundamentalen Analyse kommt, der Grundbegriffe, die wir verwenden, zum Beispiel Grundbegriffe wie Wirklichkeit oder Realität oder der Begriff Beobachter. Das sind ja alles Begriffe, die sehr schwer operationell zu definieren sind. Und dann kommen wir vielleicht sogar auf eine neue Physik. Vielleicht haben wir die Chance und kommen dann auf eine neue Physikrichtung, an die noch niemand gedacht hat. Sie haben einmal auf die Frage, was, Herr Zeilinger, ist das Faszinosum an der Quantenphysik geantwortet. Es gibt Dinge, die geschehen ohne Grund. Das ist für mich die wichtigste Erkenntnis des 20. Jahrhunderts. Hat sich Anton Zeilinger der Aufgabe verschrieben, zu beweisen, dass es den Zufall tatsächlich gibt, also die Entkoppelung von Ursache und Wirkung? Also ich habe nicht gesagt, dass das die wichtigste Erkenntnis des 20. Jahrhunderts ist, sondern die wichtigste Erkenntnis der Physik. Okay. Also bereit möchte ich es nicht sein. Ja, das ist, und diese Entkoppelung, Ursache, Wirkung, die eigentlich genauer ausgedrückt die Tatsache ist, dass für das Einzelereignis in der Quantenphysik, zum Beispiel für den Zerfall eines Atoms, es keine Ursache gibt, nicht nur, dass wir sie nicht wissen, sondern es gibt keine, die sagt, wann das zerfällt. Diese Tatsache hat lang gedauert, bis sie akzeptiert wurde. Wir mit zwei Kollegen habe ich vor kurzem bei einer Konferenz eine Umfrage gemacht, was die Meinung der Leute ist zu verschiedenen fundamentalen Fragen. Und da stellt sich zu meiner Überraschung heraus, dass ungefähr 90% den Zufall als etwas Fundamentales schon akzeptieren. Das heißt, da hat sich wirklich eine konzeptive Änderung ergeben. Und diese konzeptive Änderung, glaube ich, sollte auch breiter bekannt sein, weil das ändert doch ein bisschen die Weltsicht. Ja, jedes Einzelne. Ja, nicht? Was heißt das für den Physiker, wenn man den Zufall akzeptiert? Was heißt das für den Philosophen, wenn man den Zufall... Naja, es ist ja offenbar eingebaut in uns durch die Evolution, dass es günstig ist, immer wenn was passiert, zu suchen, welche Ursache das hat. Ja, dann kann man nächstes Mal vermeiden, unter einem Baum durchzugehen, wo ein Säbelzahntiger drauf sitzt, nicht? Dann weiß man, das kann ungesund sein, nicht? Und das ist ein sehr erfolgreiches Programm gewesen, der Evolution, nicht? Aber dass es Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist, ist hochinteressant. Und ich würde behaupten, es war eigentlich, oder ist nach wie vor das Ziel der Wissenschaft, denn überall eine Ursache zu konstruieren und auch im täglichen Leben. Wenn irgendwas passiert, geben wir mental keine Ruhe, ehe wir die Ursache kennen oder uns zumindest eine plausible Ursache zurechtlegen. Und dann sind wir zufrieden. Sozusagen sich zurückzulehnen und sagen, man, das ist halt einfach passiert. Mhm. Und da gibt's keine Ursache, ist schon eine Erweiterung. Weil ich finde, alles kausal zu erklären ist sehr, sehr eng. Den Eindruck, Sie haben es fast wortgleich gesagt, den Eindruck hatte ich aus unserem ersten Gespräch, das, ich glaube, 1999 war. Da habe ich den Eindruck gehabt, die Vorstellung taugt Ihnen überhaupt nicht, nämlich, dass alles determiniert ist. Ist sozusagen aus dieser Disposition heraus die Suche nach dem Zufall entstanden? Nein, also das lernt man ja schon am Anfang, wenn man Quantenmechanik lernt. Und ich habe das offenbar unmittelbar stärker aufgegriffen und auch in Experimenten dann angewendet und gezeigt, nicht? Ja, ich hoffe, wir finden da noch was, aber wir haben eigentlich schon was gefunden. Es stellt sich heraus, dass dieser Zufall eine Konsequenz der Tatsache ist, zumindest kann man es so sehen, dass ein Quantensystem nur endlich viel Information tragen kann. Mhm. Und wenn ich dieses System zwinge,
zu einer Frage eine Antwort zu geben, für die es nicht Information trägt, dann kann die Antwort nur zufällig sein. War es ein Zufall, dass Sie sich der Quantenteleportation gewidmet haben? Das war eine interessante Entwicklung. Die Quantenteleportation war ein Nebenprodukt. Es war so, dass im Jahr 1987 habe ich mit zwei amerikanischen Physikern, Greenberger und Horn, zum ersten Mal Verschränkung von mehr als zwei Teilchen untersucht, also Drillinge und Vierlinge und so weiter. Und anstatt, dass das sozusagen nur ein bisschen mehr und komplexer ist, hat das Eigenschaften gezeigt, die vollkommen überraschend waren. Und es war dann mein Ziel, so etwas im Laboratorium zu sehen. Und da hatte niemand eine Idee, wie man drei- und vierteilchenverschränkungen machen kann. Da mussten wir alle Methodik neu entwickeln. Und das hat gedauert bis zum Jahr 1998. Und nebenbei haben wir damit die Dinge für Teleportation in der Hand gehabt und haben das sozusagen als kleinen Side-Effekt zwischendurch mal gemessen. Sie haben jetzt so nebenbei Verschränkung gesagt. Was passiert bei der Verschränkung? Also zwei Quanten, also zwei Photonen, zwei Lichtteilchen, die in welches Verhältnis zueinander gebracht werden, verschränken sich? Also einmal die Grundregel ist, dass zwei Teilchen dann verschränkt sind, wenn sie in einer gewissen Weise ihre Identität aufgeben. Mhm. Das kann man dadurch machen oder keine Identität besitzen. Zum Beispiel, wenn ein Teilchen in zwei zerfällt, dann sind die beiden normalerweise miteinander verschränkt. Die Eigenschaften von einem hängen davon ab, welche Eigenschaften das andere bekommt und vice versa. Noch einmal, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Mhm. Nicht? Oder ich kann vereinfacht ausgedrückt zwei Lichtteilchen in eine Kastel hineinschicken, sagen wir in eine Drehtür, wenn man das Bild nehmen will, die kommen hinten bei der Drehtür raus und sie sind sozusagen so verwirrt, dass keines mehr weiß, wer es wäre. In dem Moment sind sie verschränkt, nicht? Nun werden Sie sagen, jetzt kommt die typisch journalistische Frage, nämlich, wozu brauche ich das? Was kann ich wirklich mit der Quantenteleportation erreichen? Was kann ich erforschen damit? Was kann ich transportieren? Kann ich diese Teilchen als Trägerraketen zum Beispiel verwenden? Zur Teleportation selbst ist es so, dass es klar ist, dass das ideale Kommunikationsmittel sein wird für künftige Quantencomputer. Das heißt, wenn ich ein Output eines Quantencomputers habe, kann ich den zum Input eines anderen Quantencomputers teleportieren, weil dabei keinerlei Information verloren geht und so weiter und so fort. Also ich sage jetzt mal, auf heutige Verhältnisse heruntergebrochen, das ist eine sehr sophisticated Bluetooth-Verbindung zwischen zwei Quantencomputern. Es ist mehr als das. Es ist also drahtlos sozusagen, es gibt keine unmittelbare Verbindung. Bluetooth gibt es ja noch die Verbindung. Und es hat den großen Vorteil gegenüber allen anderen Methoden, dass es im Prinzip unabhängig davon ist, ob zu dem Zeitpunkt der Übertragung irgendeine Störung entlang der Verbindungsstrecke existiert, weil die Information geht nicht von A nach B. Das heißt, das sind Computer, man kann es durchaus sagen, der übernächsten Generation. In der Forschung sagt man, man wird noch 20, 25 Jahre brauchen, bis man so weit ist, die notwendigen Quantenbits, die man braucht, im Minimum 20, 30, 40 Quantenbits, um Berechnungen größerer Art durchführen zu können. Und wenn man Kryptographie, also ein Verschlüsselungssystem sogar noch einbauen will, dann braucht man überhaupt, also da ist das schon im Hunderttausender-Bereich, was die Quantenbits angeht. Aber jetzt ganz konkret heißt das, Sie sind dabei, die Grundlagen für den Computer der übernächsten Generation zu schaffen, der welche Vorteile hat. Die Rechenleistung ist größer. Ist das der einzige Vorteil? Ein Quantencomputer arbeitet, wie man so schön sagt, in einer ganz anderen Komplexitätsklasse als bestehende Computer.
Ein bestehender Computer, auch die allerschnellsten Maschinen, die es gibt, sind nichts anderes als schnelle Abakusse. Abakus ist das Ding, wo man die Kugeln herschiebt. Ja, genau. Ja. Im Prinzip ist ein noch so schneller Computer nichts anderes, als der schiebt die Perlen hin und her. Mhm. Es sind nicht keine Perlen mehr, sondern Elektronen und so weiter und so fort. Mhm. In dem Sinne, dass in beiden Fällen die Information wohl definiert ist, die im Computer realisiert ist. Im Quantencomputer wäre die Information eine Überlagerung von verschiedenen Informationsmöglichkeiten. Das heißt, ein Quantencomputer kann gleichzeitig in einer Überlagerung von dem Input und dem Input und dem Input existieren und die alle gleichzeitig bearbeiten. Und das ist etwas, was ein klassischer Computer grundsätzlich nicht kann. Und da gibt es Probleme, die der Quantencomputer lösen kann, der klassische nicht. Wobei es eine andere Entwicklung auch noch gibt, und die muss man erwähnen. Die bestehenden Computer sind ja so die Entwicklung, dass die Bauteile immer kleiner werden. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dann ist man auch in ungefähr 20 bis 25 Jahren dort, wo ein Bit von einem Elektron getragen wird. Mhm. Und dann kommen die sozusagen von oben zum Quantencomputerbereich und wir kommen von unten dorthin. Die Technologie geht also auf jeden Fall dorthin und hat noch den Vorteil, dass der Quantencomputer prinzipiell mehr kann. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft gefragt in diesem Bereich, gibt es irgendwelche Indizien, dass diese Verschränkungen, über die wir jetzt zuerst gesprochen haben, auch in, ja, zum Beispiel hier herinnen, in einer natürlichen Umgebung vorkommen? Oder nur, wenn sie sozusagen unter Anführungszeichen künstlich hergestellt sind? Also nein, im Prinzip... Bei der Photosynthese, ich sage jetzt als Beispiel, oder bei einer chemischen Reaktion. Also im Prinzip müsste es auch im Licht, das von Sternen kommt, Zeichen von Verschränkung geben, zum Beispiel auch Licht, das von der Sonne kommt. Es kommt jetzt genau darauf an, welche atomaren Übergänge in den Atomen des Sterns stattfinden oder wie auch immer, oder welche Streuvorgänge stattfinden, das zu identifizieren ist sehr, sehr schwierig, weil wo finde ich zum Beispiel das Brüderchen von dem einen, das ich jetzt auffange, das fliegt vielleicht von der Sonne in eine ganz andere Richtung weg. Mhm. Es ist schwer nachzuweisen. Im Prinzip sollte es existieren. Im Prinzip sollte es sogar Verschränkung in der sogenannten Hintergrundstrahlung, die paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall entstanden ist, geben, nicht? Nur das zu sehen ist, würde ich sagen, fast unmöglich. Nach der Verschränkung in biologischen Systemen, von der Sie sprechen, nach der suchen Leute sehr wohl. Die Frage, ob Verschränkung etwa im Messprozess, im Auge eine Rolle spielt und so weiter. Nach dem wird konkret gesucht und das ist durchaus möglich, dass die Natur das verwendet hat. Auch beim Vorgang, wenn wir zum Beispiel nachdenken? Das ist die große Bewusstsein. Frage. Die große Frage ist, also wenn Leute sagen, ist keine ironische Bemerkung, wenn Leute sagen, dass Bewusstsein mit Quantenphysik zu tun hat, dann sage ich immer ironisch, das ist völlig klar, weil wir verstehen das Bewusstsein nicht, wir verstehen die Quantenphysik nicht, daher müssen beide was miteinander zu tun haben. Das ist nur als humorische Nebenbemerkung. Ja. Beim Bewusstsein, da streiten sich wirklich die Leute herum. Ist das nur ein Epiphänomen eines hinreichend komplexen Informationsverarbeitungsapparats, nämlich des Gehirns, oder ist es mehr? Mhm. In beiden Fällen erhebt sich die Frage, ob wir zum Verständnis dessen, was da oben in unseren Köpfen vorgeht, Quantenphysik überhaupt brauchen, ob man mit der klassischen Physik auskommt, oder ob wir da vielleicht sogar eine Physik brauchen, die wir noch nicht gefunden haben. Es gibt Leute, die meinen, dass in hinreichend komplexen Systemen wir neue Gesetze haben, die nicht durch Reduktion auf das einzelne Bauteil erklärbar sind. Das ist vollkommen offen. Das ist eine der spannendsten Fragen, die man sich stellen kann. Sie haben mit der Teleportation, jetzt sage ich mal, ganz klein angefangen. Jetzt halten wir bei dem Plan Ihres Instituts und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem chinesischen Pendant, Akademie der Wissenschaften, dass man extra für so ein Experiment einen Satelliten ins All schickt, der in der Lage ist, einen Photonenstrahl in beide Richtungen
sozusagen, also ich sage jetzt mal, zur Empfangsstation in China und zur Empfangsstation in Österreich. Einzelne Photonen ist mir lieber als Photonenstrahlen. Okay, ja. Einzelne Photonen. Ja. Und eine Verbindung herstellt. Mhm. Was erhoffen Sie sich als Forschungsergebnis, wenn Sie ins Weltall gehen damit? Weil, ich sage jetzt einmal, nur weil die Distanz größer ist, Sie hätten sich ja bei Ihrem Experiment, das habe ich nicht erwähnt, auf den Kanarischen Inseln, ich glaube, da waren es 144 Kilometer, das ist ja auch schon beachtlich. Warum das Weltall? Oder weil der Weltraum schon mal eine spannende Angelegenheit ist, wie sich diese einzelnen Photonen dort verhalten. Das ist genau der Grund, warum wir zu Satelliten gehen, weil wenn ich Kommunikation über Satelliten mache, dann brauche ich nur durch die paar Kilometer Atmosphäre und das ist sehr wenig. Wenn man die zusammendrücken würde, die Atmosphäre, auf konstante Dichte, dann sind es nur 6 bis 8 Kilometer, das ist gar nichts. Mhm. Wir haben mittlerweile die 144 und der Rest ist luftleerer Raum. Das heißt, wenn ich zu Entfernungen von ein paar tausend Kilometern gehe, also globalen Distanzen, jetzt für Informationsübertragung als technische Anwendung, muss ich Satelliten haben. Mhm. Nach dem derzeitigen Stand. Ja. Das heißt, dieses Projekt mit den Satelliten ist primär ein technisches Projekt. Natürlich, nebenbei ist natürlich schön, wenn man Entanglement-Verschränkung über so große Entfernungen zeigt, aber es ist primär ein technisches Projekt, um zu zeigen, dass Quantenkryptographie, Quantenteleportation und so weiter auf die Entfernung möglich ist. Wie schafft es Anton Zeilinger und sein Institut, für diese Forschung Geld zu bekommen, die ja nun wirklich niemanden, der, ich sage jetzt mal, ein Industrieunternehmen, würde Ihnen wahrscheinlich kaum Finanzmittel zur Verfügung stellen, weil Sie nicht einmal sagen können, in welche Richtung es sich weiterentwickeln wird. Also jemand, der eine angewandte Forschung haben will. Ist die Republik großzügig genug, Ihnen die Grundlagenforschung zu finanzieren? Oder brauchen Sie trotz allem noch Geldgeber dazu? Also es ist wohl verstanden, dass die Dinge, die wir machen, eine Zeitskala haben, die zu lange ist für Investoren im Sinn von, dass man einen Return bekommt. Mhm. Und der Wohlverstand nicht nur in Österreich, das gilt überall. Das heißt, es ist auch auf europäischer Ebene verstanden, dass man dieses Gebiet besonders fördern muss, sonst fällt man gegenüber insbesondere USA zurück. Das kann nur die öffentliche Hand machen. Und das ist eine High-Risk-Sache. Das ist etwas, wo man nicht weiß, ob es wirklich in den nächsten 20, 30 Jahren zu dem führt. Aber wo es ein großer Nachteil wäre, wenn es zu was führt, dass man nicht mitspielt. Mhm. Das ist natürlich sehr schwierig. Ne? Und da muss ich sagen, haben wir sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene offene Ohren, die uns dabei unterstützen und das verstehen. Die Debatte, die es ja da immer gibt, ist angewandte Forschung versus Grundlagenforschung. Ist es wirklich so wie wir das Beispiel vorher erwähnt haben, dass die wirklich spannenden Sachen durch Zufall, es gibt ihn ja Ihrer Meinung nach, den Zufall nämlich, durch Zufall gefunden werden, dass man gar nicht in die Richtung geforscht hat, aber man dann an einem Phänomen, das unerklärlich ist, auf gut wienerisch bicken bleibt und dann sich überlegt und nachdenkt und nachforscht und dann sagt, in die Richtung muss es gehen, da ist irgendwas, da habe ich das richtige Gefühl dafür. Sowohl als auch. Also es gibt Fälle, wo etwas Unerwartetes aufgetreten ist, aber es gibt auch andere Fälle. Ein Beispiel, das ich nur sagen kann, ist die Experimente, die Heinrich Hertz gemacht hat, wo er zum ersten Mal Radiowellen gesehen hat. Das war ganz klar von der Theorie vorhergesagt und er hat das gemacht und hat das gefunden. Mhm. Aber das Experiment war groundbreaking. Mhm. Und das war übrigens ein schönes Beispiel, weil damals hat man gesagt, man muss ihm das Geld geben, weil das ist für die fundamentale Physik so wichtig zu sehen, dass da elektromagnetische Wellen gibt. Aber zu einer Anwendung wird das wahrscheinlich nicht führen. So niedergeschrieben, kann man nachweisen. Mhm. Und das Gebäude, wo wir sitzen, ORF, lebt davon zum Beispiel nicht. Sie haben vorher auch so in einem Halbsatz, in einem Nebensatz vom Urknall gesprochen. Sind Sie ein Anhänger dieser Theorie? Glauben Sie, dass alles das, was jetzt existiert, sozusagen einen Anfang hatte? Ja, vielleicht.
Ja, ich meine, ja, es ist nicht eine Glaubensfrage, sondern wir können sozusagen zurückblicken bis, glaube ich, 200.000, 300.000 Jahre nach dem Urknall, wo die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung entstanden ist, die wir jetzt sehen. Weiter zurück können wir nicht blicken. Da können wir nur durch Experimente, unter anderem auch am CERN, versuchen, Situationen nachzubauen, die am Anfang waren, wobei man sich nicht sicher sein kann, ob das wirklich die Situationen sind. Ja. Oder ob es nicht vielleicht ganz anders gewesen sein mag. Ich meine, die Idee ist an sich schon sehr schön, dass da aus einer Singularität die Welt entstand, inklusive Raum und Zeit und Naturgesetzen und so weiter. Aber das sagen Leute, die auch aus anderen Kulturkreisen kommen. Ich habe gerade mit einem Japaner einmal diskutiert. Der hat gesagt, das ist ein westlicher Gedanke. Der kommt aus eurem christlich-jüdischen Monotheismus. Ihr wollt eine Ursache haben. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen komplexer, nicht? Mhm. Wenn es einen Urknall gibt, dann braucht es einen Schöpfer, der den Urknall verursacht. Und dann haben wir sofort das Gottesbild und dann haben wir jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, für die Schöpfung. Naja, da muss man vorsichtig sein. Der Urknall sozusagen ermöglicht die Idee eines Schöpfers. Mhm. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, dass das ein quantenmechanisches Einzelereignis ist, für das es keine Ursache gibt, dann brauche ich auch keinen Schöpfer dafür. Das heißt, das ist auch hier wieder eine offene Frage, nicht? In unseren Gesprächen mit dem Dalai Lama hat ihn aber genau das auch gestört. Stört ihn am Urknall, dass er sofort fragt, woher kommt das, und dass das irgendwo zu implizieren scheint, dass es einen Gott gibt. Aber das nur, wenn ich unbedingt eine Ursache möchte für alles. Wenn ich sage, es gibt Dinge, zum Beispiel auch den Urknall, der hat halt keine Ursache. Dann, er hat keine Ursache. Dann bin ich auch nicht gezwungen, dafür einen Gott einzusetzen. Nun, man könnte ja das sagen, heißt, man muss es offen lassen. Man muss es, ja, oder man sagt, es ist eine Abfolge von Kontraktionen und Ausdehnungen. Es gibt da die Flaschenhalstheorie und. Aber selbst wenn ich dieses Bild mir vorstelle, dann muss es ja trotzdem irgendetwas am Anfang gegeben haben, wo die Materie entstanden ist. Also das ist ja auch... Ja, das ist diese alte Geschichte mit den Schildkröten. Ja. Wo also jede Schildkröte, die Welt, die ist so der Panzer einer Schildkröte, und die sitzt auf einer Schildkröte und wieder einer Schildkröte, und dann fragt einer, wie weit geht das? Sagt er, ja, it's turtles all the way down. Also das hört nicht auf. Sind es Turtles all the way down? Was glaubt Anton Zeilinger, wenn das nicht weiß? Sie meinen, mein persönlicher Glauben sind von glaubender Mensch. Im Sinne von, ja. Das geht eigentlich niemandem was an. Mhm. Aber um es so zu formulieren, ich wurde einmal gefragt von einem Journalisten, ob ich ein Agnostiker bin oder ein Atheist. Habe ich gesagt, als Naturwissenschaftler bin ich ein Agnostiker. Denn das ist die einzige naturwissenschaftlich konsistente Position, die man haben kann. Rein innerhalb der Naturwissenschaft. Mhm. Weil ich kann die Existenz eines Gottes weder beweisen noch widerlegen. Als Mensch bin ich weder Atheist noch Agnostiker. Hat Sie der Dalai Lama gefragt, wie Ihr Weltbild aussieht? Er hat mich gefragt, welche Konsequenzen das, was ich als Physiker mache, für mich als Mensch hat. Und darauf habe ich gesagt, das ist das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde. Die Frage, die ich auch dem Physiker Walter Thiering im Gespräch gestellt habe, hat er mir insofern beantwortet, als er gesagt hat, überlegen Sie sich mal, nach dem Urknall oder mit dem Urknall oder seit dem Urknall gelten die Naturkonstanten. Mhm. Und dass diese Feinabstimmung dermaßen präzis seit Millionen von Jahren halten, ist für ihn ein Hinweis darauf, dass es eine übergeordnete Instanz geben muss, die das ja zumindest sich überlegt hat, wie diese Feinabstimmung funktioniert. Forscht man, um Gott zu beweisen? Das wäre sehr naiv. Man kann Gott in der Wissenschaft weder beweisen noch widerlegen. Mhm. Aber es gibt schon Dinge, die man innerhalb der Naturwissenschaften wahrscheinlich nie erklären wird können. Und das ist zum Beispiel die Größe der Naturkonstanten oder
die Frage, warum auch Naturgesetze genauso aussehen, wie sie aussehen, nicht? Da gibt's einige Naturgesetze, wenn man an denen ein bisschen drehen würde, dann würde es keine Menschen geben, zum Beispiel, nicht? Dann würde es kein Leben geben. Und ja, da kann man jetzt der Meinung sein, ja, das ist halt zufällig so. Oder man kann wie Thiering der Meinung sein, das deutet schon auf einen tieferen Sinn. Und ich bin da eher der thieringischen Meinung. Wir haben gerade vom Dalai Lama geredet. Als ich noch einmal zurück, diese Zeit, ich glaube 99 war es, bei Ihnen im Büro war, hing das Bild des Dalai Lama an der Wand. Ist er für Sie eine Richtgröße? Er ist einer der wärmsten Menschen, die ich kenne, persönlich. Es ist unglaublich, welchen Charme er ausstrahlt, sozusagen, nicht? Und er ist auch einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Es ist hochinteressant, wie er, und diese Kombination ist ja nicht oft da. Wobei ich eines auch noch sagen muss, mir gefällt diese analytische Herangehensweise, die in der von ihm vertretenen Version des Buddhismus üblich ist. Und da muss ich eines klar sagen, ich war ja öfter mit Leuten dort aus dem Westen, gerade so zum Teil reiche oder superreiche Sinnsucher, nicht? Aus dem Westen. Wo es dann dort meinen Sie in Dharamsala. Dharamsala. Ja, ja. Und da muss ich sagen, die sind alle auf dem Holzweg. Die Weltsicht, die man oft vom Westen aus hier hinein interpretiert, von einer gewissen esoterischen Art und so weiter, das ist vollkommen falsch. Das geht vollkommen an der Wirklichkeit vorbei. Sie haben in einem Gespräch mit dem Dalai Lama auch über die Rückwirkungen der Physik auf den Buddhismus debattiert. Und er hat, und jetzt würde ich gern wirklich sozusagen aus erster Hand wissen, ob er das wirklich so gesagt hat, gemeint, wenn die Quantenphysik grundlegende Veränderungen feststellt, was auch unser Gedankengebäude betrifft, dann stehe ich nicht an, dann müssten wir sozusagen unsere eigene Lehre überprüfen und sie korrigieren. Ja, das galt insbesondere für den Zufall. Ja. Denn offenbar, ich habe das ja auch nur von ihm sozusagen, ich habe das nirgends gelesen, offenbar geht der Buddhismus oder zumindest seine Version des Buddhismus davon aus, dass es jede Wirkung eine Ursache hat und diese Ursache ist wieder die Wirkung einer anderen Ursache. Die Ursachenkette, ja. Man spricht von einer ununterbrochenen Ursache-Wirkungskette. Mhm. Wenn das quantenmechanische Einzelereignis keine Ursache hat, dann würde diese Sicht umfallen. Mhm. Und da hat er ganz klar gesagt, er glaubt das nicht. Er hat einfach gesagt, ihr müsst einfach noch viel härter suchen, vielleicht findet ihr die Ursache. Mhm. Aber wenn ihr uns wirklich überzeugen könnt, dass das keine Ursache hat, dann ändern wir unsere Lehre. Und das ist schon eine Aussage, die hat mir gefallen. Ne? Das ist eine Offenheit. Die, Sie meinen, die würde man aus Rom nicht hören, oder? Das weiß ich nicht, ob man sie aus Rom hören würde. Ich glaube schon, aus Rom kann man ja oft viele Stimmen hören. Nicht? Wenn Sie zurückschauen, den Weg, den Sie zurückgelegt haben, ob Sie, als Sie, ich glaube, es war 4 oder 5 Jahre alt, waren, da am Fenster gesessen sind und in Niederösterreich, glaube ich, war es in einem Schloss und stundenlang hinausgeschaut haben, ja. So dass die Leute schon, glaube ich, irritiert waren, ist da alles in Ordnung mit dem genau. Burm, der sitzt wie versteinert und schaut nur in die Gegend. Dieser Reiz der Beobachtung, ob das ein Teil, ein wie soll ich sagen, ein unverzichtbarer Teil ihrer Persönlichkeit ist, nämlich das genaue Hinschauen, wer ihnen das sozusagen eingepflanzt hat. Ich weiß nicht, ob es eingepflanzt wurde, aber dieses sozusagen Beobachten und Information aufnehmen, ohne jetzt quer mal emotionale Positionen zu beziehen, sondern das als Sachinformation zu sehen, ganz egal was es ist, das ist etwas, das ich offenbar sehr stark habe. Und ich habe auch als Kind oft alle möglichen Sachen zerlegt. Und ich war nie daran interessiert, die zusammenzubasteln. Das war fad, weil ich habe schon gewusst, wie es funktioniert. Warum soll ich mir dann auch die Mühe machen, das zusammenzubauen? Also mir hat immer die Information, wie etwas zusammenhängt, wie es funktioniert, interessiert. Wie sehr hat denn die Quantenphysik oder die Beschäftigung mit der Physik,
die man ja trennen muss, weil die, sage ich mal, die Welt der großen Dinge funktioniert ja nicht nach den Gesetzen der kleinen Dinge und umgekehrt. Das ist ja das, noch was... Noch nicht. Zumindest das noch ist man nicht. Auf der Suche. Wir, ja. Aber das ist ja die schwere Irritation. Also ich weiß nicht, ich sage jetzt einmal, das Gravitationsgesetz spielt da nicht mit im quantenmechanischen Bereich. So, wie oft haben Sie Ihr eigenes Weltbild ändern müssen im Zuge Ihrer Forschung? Wir haben das auch in dieser Umfrage, die ich schon erwähnt habe, haben wir die Leute gefragt, wie oft hast du deine Ansicht geändert? Und da hat einer hingeschrieben, ich ändere meine Ansicht mehrmals jeden Tag. Nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe das eigentlich nie als Brüche, ich sehe das immer als Erweiterung. Das ist ja oft so, nicht? Dass man, wenn man was Neues lernt, das ist meistens eine Erweiterung, eine doch tiefere Sicht oder eine neue Sicht von einem anderen Winkel. Und dann ist die alte Sicht vielleicht widerlegt, aber nur cum grano salis, weil aus dem alten Winkel stimmt sie ja noch, nicht, sozusagen. Nicht? Diese Idee von Brüchen, die glaube ich nicht ganz. Sie haben am Anfang, haben wir darüber geredet, wie wichtig es sein mag, dass Philosophen den Physikern über die Schulter schauen. Sie haben unlängst in Tirol eine hohe Auszeichnung bekommen und haben in Ihrer Antwort, in Ihrer Ansprache darauf hingewiesen, Sie hielten es für gescheit und grundvernünftig, wenn die einzelnen Universitätsbereiche wieder zusammengelegt, zusammengeführt werden. Und Sie haben das offensichtlich nicht nur räumlich gemeint, sondern offenbar im Sinne einer stärkeren Zusammenarbeit. Interpretiere ich Sie da richtig? Ja, also wenn wir uns anschauen, viel Interessantes passiert eben an der interdisziplinären Schnittstelle, an Schnittstelle zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen, nicht? Die institutionelle Zusammenführung ist hilfreich bei so etwas, nicht, wenn man das in verschiedenen Institutionen sieht. Und ich sehe das auch relativ banal, wenn ich mir anschaue die Universitätsrankings, so ist es so, dass große Institutionen es viel leichter haben, vorne gerankt zu werden als kleine, weil einfach gezählt wird, wie viele Nobelpreise kommen von dort, wie viel Sponsorengelder können die holen und so weiter und so fort, nicht? Und ich würde behaupten, wenn man die Harvard University in 3 oder 4 Universitäten zerteilt, wäre sie auch nicht mehr vorn. Das heißt, ich würde mir in Österreich ernsthaft überlegen, was kann ich hier institutionell machen, um uns besser zu positionieren. Also das war eine grundsätzliche Aussage, nicht nur auf Innsbruck gemünzt, absolut nicht, sondern auch auf Wien. Auch auf Wien oder auf Europa allgemein. Ich habe gerade gehört, dass in den Niederlanden sowas geplant ist. Mhm. Dass man Leiden und 2 andere Unis, eine medizinisch und eine technisch, zusammenlegen möchte als eine einzige Uni, aus genau diesem Grund. Das läuft derzeit gerade nicht. Ich wusste das gar nicht, als ich das in Tirol gesagt habe. Wenn man nur einen überhaupt für Physiker oder Quantenphysiker kurzen Zeitraum, nämlich 100 Jahre zurückgeht und sich ansieht, wie Wien 1912, 1913, 1914 als Forschungsstadt dagestanden ist, dann war das ein ganz wichtiges europäisches Zentrum damals. Ist das Vergangenheit? Müssen wir damit leben, dass wir da an diesem Level nicht mehr, was die Bedeutung angeht, anschließen können? Oder ist es nach Meinung von Anton Zeilinger durchaus machbar und kein Zufall, wenn man sich anstrengt, wieder dort anzuschließen, wieder Wien zu einem europäischen Forschungsstandort zu machen, nämlich der das tut, was Sie vorher gerade gesagt haben, die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen den einzelnen Universitäten verstärkt. Warum war Wien damals so weit vorne? Weil es einfach der zentrale Magnet war für viele junge Menschen, die sozusagen wissenschaftlich nach oben kommen wollten. Mhm. Ein sehr hoher Anteil davon waren mit jüdischem Background, für die das eine einmalige Chance war, sich aus der Umgebung, aus der sie kommen, sich irgendwo zu befreien und sich da nach oben zu entwickeln. Das heißt, was notwendig ist, dass man Opportunities, dass man Möglichkeiten den Menschen gibt. Und das könnten wir in Wien ohne weiteres machen. Die kann man vorstellen, wenn wir uns die Wissenschaftslandschaft Europas ansehen. Es gab Zentren im Osten, solange es die Sowjetunion gab,
das ist zerbrochen oder wurde zerschlagen. Mhm. Da hätte Wien durchaus eine Chance, eine zentrale Position einzunehmen. Man muss es nur wollen. Es kostet ein bisschen Geld, aber es kostet nicht viel Geld. Ich habe am Anfang von der Multiversumstheorie gesprochen. Sie haben ja erwähnt, es gibt so instabile Situationen von Atomkernen. Erwin Schrödinger hat dieses wunderbare Beispiel, Schrödingers Katze, eine Katze in einer Box, ein Geigerzähler und ein Atomkern, der Blausäure und ein Atomkern, der im Zerfallsprozess befindlich ist. Und wenn dieser Zerfallszustand erreicht wird, dann misst das der Geigerzähler. Der Geigerzähler setzt die Blausäure frei und die Katze ist tot. Jetzt gibt's aber seit Mitte der 50er Jahre eine Theorie, die da heißt, es gibt nicht nur ein Universum, sondern man kann, je nachdem, welche Seite des Deckels man in der Box der Katze hebt, feststellen, sie lebt noch, aber auf der anderen Seite, sie ist tot. Ist dieser Theorie dadurch ein Limit gesetzt, dass es so unendlich schwer ist, sich vorzustellen, dass hier 50, 60, 3000 Paralleluniversen existieren, wo just in derselben Sekunde Anton Zeilinger mit Michael Kerbler in einem Radiostudio sitzt und über die Quantenphysik spricht? Alles Chimäre oder ist da etwas, was drinnen, was Anton Zeilinger elektrisiert? Das fällt mir gerade Nestor ein, alles Chimäre, aber mich unterhält's nicht. Ich bin überzeugt, dass diese Multiversentheorie, wenn wir uns die metaphysische Motivation ansehen, im Wesentlichen auch deshalb erfunden wurde, weil man dadurch das Problem des Zufalls umgehen kann. Weil es entstehen alle Möglichkeiten. Die Katze ist tot, die Katze ist lebendig in dem einen, dem anderen Universum und so weiter, und ich habe das Problem weg. Das heißt, es ist, ich glaube, es ist auch eine Erfindung, um mögliche theologische Konsequenzen zu vermeiden des Zufalls. Das ist meine persönliche Auffassung, nicht? Ich habe einmal einem Kollegen David Deutsch, der einer der führenden Denker in der Richtung ist, in übrigens auch aus einer jüdischen österreichischen Familie abstammend, der ist in Oxford, ich bin mit ihm sehr, sehr gut befreundet, ne? Und habe ihm humorigerweise zu einem Preis gratuliert, habe ihm gesagt, ich gratuliere dir nicht, dass du den Preis bekommen hast, sondern dass der David Deutsch, mit dem ich spreche, sich zufällig in einem Universum befindet, in dem er den Preis kriegt, weil in vielen anderen kriegt hätte er dann vielleicht nicht gekriegt. Hätte er nicht gekriegt. Sie wollten Astronaut werden? Stimmt, ja. Sie sind Physiker. Da war ich sehr jung. Naja, Sie sind Physiker geworden. Dann haben Sie viel, viel später ein Angebot von der ÖVP bekommen, in den Nationalrat zu gehen. Sie haben dankend abgelehnt. Ein Angebot der ÖVP habe ich nicht bekommen. Das hat mich jemand gefragt, ob ich es mir vorstellen kann. Ja, wie das heute halt in Österreich so läuft. Das ist kein offizielles Angebot, ja. Das muss man schon klarstellen. Sie sind dem nicht nahegetreten. Sie haben gesagt, nein, ich möchte Physiker bleiben. Sie spielen, wie Sie mir gesagt haben, jetzt wieder Cello, sind also Privatmusiker. Ist Anton Zeilinger das geworden, was er werden wollte? Puh, das weiß ich nicht, ob ich das geworden bin, was ich werden wollte, aber ich bin mit meiner Situation eigentlich sehr zufrieden. Modern würde man sagen happy, nicht? Und ist auch schon wieder veraltet, nicht? Was fasziniert Sie am Cello so, an dem Instrument? Das ist nicht das Instrument, sondern es ist die Tatsache, dass wenn man, also nicht das spezifisch, das Cello ist natürlich wunderschön, schöner Klang und so weiter, aber das Schöne, wenn man selbst musiziert, ist, dass man da als Ganzer darin aufgeht. Und das ist eine der wenigen Situationen, wo ich an überhaupt nichts anderes mehr denke, wenn ich musiziere. Das heißt, sonst denkt der Kopf oft an Tagesreste und auch an physikalische Fragestellungen oder was auch immer, irgendwelche Probleme. In dem Moment, wo ich musiziere, ist das nicht mehr der Fall. Das gilt übrigens auch für Segeln. Also ich bin ein begeisterter Segler am Traunsee. Wenn man wirklich segelt, also wenn ein kräftiger Wind ist, dann hat der Kopf auch für nichts mehr Zeit, als nur für die momentane Situation. Und das ist was Ähnliches. Man muss unmittelbar reagieren, man muss ständig was Neues machen, auch wenn man musiziert. Man hat keine Zeit dafür nachzudenken, was da jetzt vor 3 Minuten war.
Und das ist schön. Das ist und wunderbar. Die Situation, wenn Sie im Labor sind, wo Sie dann auch im Experimentieren oder im Versuch... Nein, das ist nicht so unmittelbar. Das ist viel, viel mehr analytisch und aufbauend und so weiter. Das ist eine andere Situation. Von der Musik zur Frage der Kunst, weil Sie ja zur Documenta nach Deutschland, nach Kassel gefahren sind und als Physiker auch über die Parallelitäten zwischen Physik und Kunst gesprochen haben, schließt sozusagen von der anderen Seite kommend den Kreis zu den Geisteswissenschaften. Ist Kunst Ihrer Meinung nach auch eine, so wie der Physiker, der Künstler, jemand, der einen Welterklärungsversuch macht? Ich weiß nicht, ob Welterklärungsversuch. Interpretationsversuch. Viele Künstler, die ich kenne, versuchen, die Welt zu verstehen. Mhm. Und das auf ihre Weise zu verstehen und darzustellen und manifest zu machen und so weiter und so fort, nicht? Das ist sicher so, ja. Wie weit man sie erklären kann, das ist ja wieder eine andere Kategorie. Das weiß ich nicht, ob dieser Anspruch besteht. Ich weiß auch nicht, ob er sinnvoll wäre. Ist da, ein Stück Ihrer Lebenserfahrung, dass Umwege, also zum Beispiel auch, egal ob es jetzt das Segeln oder ob es das Musizieren ist, das Befassen mit Kunst, dass Umwege manchmal sehr hilfreich sind, in der unmittelbaren Arbeit Lösungen zu finden? Das glaubt man, ja, das glaubt man. Aber man kann es ja nicht beweisen, weil man ja nur einen Weg gegangen ist. Und ob der andere Weg nicht vielleicht doch kürzer gewesen wäre, weiß man ja nicht, nicht? Aber vielleicht ist er bereichernder gewesen, der Umweg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das alles. Also ich habe wirklich ein Glück, auch zum Beispiel mit der Documenta, weil Sie das erwähnt haben, ein Glück, dorthin zu kommen und einige sehr, sehr interessante Künstler und Künstlerinnen auf die Weise persönlich kennenzulernen. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Sucht Anton Zeilinger oder findet er? Das heißt, sein Forschen in der Physik, ist das sehr gezielt oder, um noch einmal sozusagen eine Variante des Umwegs zu strapazieren, oder finden Sie eher? Es ist beides. Mhm. Ich meine, gerade die Teleportation ist ein Beispiel. Also wir haben damals ja diese Vielteilchenzustände sehen wollen im Labor und nebenbei hat sich die Teleportation ergeben, nicht? Das gehört eigentlich in der Forschung beides dazu. Und es ist auch wichtig, dass man sie nicht zu sehr festlegt. Es muss flüssig sein, es muss offen sein für neue Ideen und dann hat womöglich ein Mitarbeiter eine Idee und sagt, du, pass auf, können wir das vielleicht probieren? Und dann sagt man am Anfang ja oder man sagt nein und dann diskutiert man und plötzlich liegt was Neues am Tisch, dass man dann, und die berühmte Aussage dann ist von meinen Mitarbeitern ist, that's a quick experiment, das machen wir jetzt schnell, ein paar Tage. Dauert typischerweise ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist aber dann oft hochinteressant, nicht? Was hoffen Sie denn zu finden in Ihrer Forschung? Also das ist eine gute Frage. Ich würde nicht von dem ganz großen Ziel sprechen, sondern mir gefällt dieser Weg, den wir gehen, dass wir neue grundsätzliche quantenmechanische Phänomene zum ersten Mal gesehen haben und sehen. Wir machen immer wieder Dinge, wo wir eigentlich, und das ist eigentlich wirklich wunderschön, wenn man mit seinen Leuten, jetzt arbeite ich ja nicht allein im Labor, arbeite sogar relativ selten mehr im Labor, sondern arbeite mit meinen Leuten. Aber wenn man etwas zum ersten Mal gesehen hat und weiß, das hat niemand anderer vorgestellt, das ist ein unschlagbares Gefühl, das ist einfach schön, das ist nicht primitiver Stolz, das ist irgendwo, muss so wie bei einem Musiker sein, der eine Arie super hingelegt hat, oder irgend so etwas, nicht? Das ist in sich erfüllend. Und dieser Weg, der gefällt mir, wo wir fundamentale Dinge neu machen und wo sich dann plötzlich kommen neue Ideen, wie man das als Anwendung macht und so weiter. Das ist ein Prozess. Der Prozess selbst ist eigentlich das Interessante. Wir haben vorher von dem Satellitenprojekt gesprochen. Das wird in 3-4 Jahren realisiert werden. Optimistisch. Also ich rechne eher mit 5-6 Jahren. Okay. Aber man weiß ja nicht. Ja. Geht ein Forscher jemals in Pension? Eigentlich nicht. Eigentlich geht der Forscher nicht in Pension. Ich habe das gesehen etwa bei Max Perutz, nachdem da diese Max Perutz Laboratories benannt sind. Den habe ich das Glück gehabt, ihn auch persönlich kennenzulernen.
ein halbes Jahr vor seinem Tod hat er in einem kleinen Kreis vor uns seine neuesten Forschungsergebnisse berichtet, die publiziert wurden in Nature, nachdem er verstorben war, nicht? Und sowas wünscht man sich eigentlich als Wissenschaftler. Von Walter Thiering weiß ich, dass er jede Woche noch 2-3 Mal ins Institut geht. Ja, und er arbeitet noch. Er ist vor kurzem hat er wieder was über Teleportation publiziert oder ist dabei, das zu publizieren, nicht? Herr Zeilinger, als Abschluss dieses Gesprächs gibt es oft diese Frage, worauf kommt es im Leben an? Worauf kommt es Ihnen denn im Leben an? Was für mich eigentlich, das klingt jetzt fast platt, da muss ich mir im Vorhinein entschuldigen, was mir wichtig ist, ist, dass ich das, was ich erleben durfte in meinem Leben, auch in der Wissenschaft, dass ich das in irgendeiner Form weitergeben kann. Dass andere Menschen auch diesen Weg gehen können und dabei auch diese Erfüllung finden, dieses interessante Leben führen können, das ich führen durfte. Danke für das Gespräch. Danke. Heute im Gespräch hörten Sie Michael Kerbler mit dem Quantenphysiker Universitätsprofessor Dr. Anton Zeilinger, Vorstand am Institut für Experimentalphysik der Universität Wien. Noch einige Literaturhinweise zum Thema. Anton Zeilinger, Einsteins Schleier, die neue Welt der Quantenphysik. Dieses Buch wird vom CH Beck Verlag München herausgegeben. Harald Fritsch, Die verbogene Raumzeit, Newton, Einstein und die Gravitation, mit Zeichnungen von Dieter Krahl nach Vorlagen von Gabriele Bodenmüller. Diese ungekürzte Taschenbuchausgabe ist im Pieper Verlag München erschienen. Lisa Randall, Die Vermessung der Galaxien, wie die Physik von morgen den letzten Geheimnissen auf der Spur ist, aus dem amerikanischen Übertragen von Jürgen Schröder, ist im S. Fischer Verlag Frankfurt erschienen.